möchte euch heute die Schafts von Bulls NL vorstellen, Seitwinger Schafts. Und zwar hat die damals Taylor gespielt bei den Phase 5, aber von Unicorn. Und bei diesen von Bulls NL ist besonders, dass jeder Flight drinnen Platz findet. Bei den von Unicorn passt nämlich nur die Unicorn Form auch rein, also ihre Flights, und keine anderen. Aber bei diesen Sidewinger Shafts passt eine Standardform, ein Kite, ein Vapor S rein. Außer die 10X, weil die von der Höhe unterschiedlich sind, also kleiner. Und diesen Shaft gibt es in zwei Farben. Einmal in diesem Weiß transparent und einmal in Schwarz. Und in zwei verschiedenen Längen. Einmal in 40 mm und einmal in 30 mm. Wobei hier nicht die ganze Länge gemessen wurde, sondern nur, wie es bei einem normalen Schaft auch gemessen wird. Also unten ab dem Gewinde bis ungefähr dahin der Mitte des Flights, weil der Flight ja normalerweise reingesteckt wird. Seht ihr hier ganz gut bei einem normalen Pro-Grip-Schaft, wenn ich die aneinander halte, geht dieser Schaft ja bis hier rein. Also das ist ungefähr die Länge. Die lange Variante ist die 40 mm Variante und die kurze Variante ist die 30 mm Variante. Genau, wenn ihr den Schaft dann benutzen wollt, geht es ganz einfach. Ihr nehmt euch einen Seitwingerschaft und einen Flight. Den biegt ihr dann einmal auf und steckt ihn durch bis in die Mitte. Und dann gehen die Flügel automatisch nach außen und er hält. Also richtig fest. Ihr seht, ich ziehe da dran, da ruckt sich nichts. Außerdem ist ein Vorteil dieses Schafts, dass eure Flights länger leben. Entschuldigung, da war kurz eine Wespe auf mir. Ihr habt oben einen Flight-Schoner integriert und dadurch halten die natürlich länger. Ich zeige euch nochmal, wie dann dieser Schaft mit Dartsturm aussieht. Diese Schafts sind außerdem sehr haltbar und flexibel. Also sie sind weich, aber dennoch ein bisschen fest und sehr flexibel.